Heute machen wir mal was ganz Besonderes, und zwar einen Spargel-Kartoffelauflauf. Der ist super schnell gemacht und schmeckt unglaublich gut. Wir brauchen dafür 600 Gramm Spargel. Du kannst natürlich auch weniger nehmen, wenn du eine kleinere Backform nimmst. Das ist alles etwas individuell. Vom grünen Spargel schneiden wir unten den Rand ab, weil der wird sonst zu hart. Dann legen wir den Spargel in eine Auflaufform. Anschließend waschen wir unsere Kartoffeln und dann schneiden wir sie in kleine Stückchen. Und wir geben sie zusätzlich zu unserem Spargel in die Auflaufform. Dann würzen wir das Ganze gut mit Salz, Pfeffer, Muskat, Paprika und Oregano ab. Wenn dir das Video gefällt, dann lass mir doch einen Like da und abonniere meinen Kanal, damit du keine Rezepte mehr verpasst. Jetzt geben wir noch schön Olivenöl dazu und noch etwas Rosmarin. Und um das Ganze schön abzurunden, gebe ich hier noch Honig rüber. Und jetzt rühren wir das alles nochmal gut durch, bevor wir dann unsere Zwiebeln drüber geben. Dann kommen noch ein paar Cocktailtomaten drauf und natürlich Reibekäse. Du kannst natürlich auch Parmesan nehmen. Und nun ab in den Ofen mit unserem Spargel-Kartoffelauflauf. Ich lasse ihn hier ungefähr 45 Minuten bis maximal 50 Minuten backen bei 180 Grad. Du kannst eine Alufolie drüber legen, dann wird er nicht so braun. Und da ist er auch schon fertig, unser Spargel-Kartoffelauflauf. Sieht der nicht lecker aus? Lass es dir schmecken und guten Appetit. Viel Spaß beim Nachmachen.